Ja, Freunde, somit herzlich willkommen zurück zu einer alten, vermissten Folge. Denn ich habe ja in der letzten Vlog erzählt, dass ich einige Projekte machen müsste. Na gut, ich habe es nicht erzählt. Aber ich weiß es selber und ich muss es beenden. Ich muss es fertig machen. Es wird höchst Eisenbahn und ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal, denke ich, tut ihr allen gut, oder nicht? Ja, wir sind hier im Far Cry 5. Wir verfolgen diese Mission. Kim steht kurz vor der Geburt. Drück aufs Gas und bring sie zu einem Profi. Ja, gute Frage. Wo ist es, Mrs. Kim? Ich mache mal eben einen Cut, Freunde. Ich muss eben kurz den Bildschirm einstellen. Hier ist was. Irgendwas ist hier faul. Ich kann es irgendwie nicht einstellen. Komischerweise ist mein... Alles klar. Ich glaube, ich lasse lieber meine Kopfhörer nicht auf den Dings. Egal. Wir brauchen Autoschätzelein. Wir müssen hier irgendwie weiterkommen. Uns in den früheren Let's Plays, jetzt mittendrin Part 43 müsste das, glaube ich, sein. Ja, komm, alles klar, dann komm hinter mir her. Ich habe ein bisschen dazugelernt, Freunde. Die Zukunft Let's Plays, wo ich ein bisschen mehr rede. Wo ich auch ein bisschen besser gelaunt bin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das liegt wahrscheinlich daran, im Jahre 2020 im Spiel Far Cry 5. Doch. Dieser scheiß Wolf. Die ist krank, die Frau. Ist eine Frau, wisst ihr das? Far Cry 5 habe ich lange nicht mehr gespielt, Mann. Das gefällt mir von der Grafik her. Da sind die Wichser. Kommandant. Folgen Sie mir. Am Ball bleiben. Alles klar. Und ich muss das Ganze natürlich leider auf Elgato aufnehmen. Ohne Kamera. Weil das Let's Play wurde begonnen. Also hat begonnen mit... Okay. Hat begonnen ohne Kamera. Und wird auch fortgeführt ohne Kamera. Alter, mach dich fort. Peggys? Wo? Wir schleichen uns auf den Boden. Kannst du auf den Boden kriechen? Geht das nicht? Scheiße, ist auch kacke, Mann. Alles klar, Positionswechsel. Ich höre auf dich. Moment mal. Wo müssen wir hin? Wo müssen wir da hin? 3D-Optik, richtig geil, Mann. Das gefällt mir, die Karte. Boah, ist lange her, Mann. Wo ist unsere Mission? Weltkarte. Ah. Ja, wie komme ich denn jetzt dahin? Gibt es hier eine Schnellreise? Ah, Tatsache. Bis gleich. Neue Belohnung verfügbar. Live-Events. Geile Mucke. Ah, Munition. Kann ich gebrauchen, Bruder. Munition. $42 nur? Ich hab $15.000. Oh, nice. Waffen. Was haben wir für Waffen überhaupt? Boah, sind da richtige Maschinen. Anpassen. Ah, die ist ausgerüstet. Ist da schon Schalldämpfer drauf? Brauche ich nicht. Ach, Magazin. Erweitertes Magazin. Wieso ist das vorher nicht ausgerüstet? Warum? Krass. Nice. Boah, Hammer. Ah, es ist unsere Schrotflinte. Haben wir die? Ah, ne, haben wir nicht. Wir haben die
Dieses MG, wo ist denn das? Ah, das hier. Schalldämpfer ist ausgerüstet. Okay. Okay. Die ist auf jeden Fall besser. Obwohl ich Bögen auch gerne mag, muss ich ehrlich sagen. Aber nee. Oder doch? Nee, ich bin einfach Schütze. Ich kann mit solchen Waffen nicht umgehen. Beute verkaufen für... Oh. Oh. Silberbarren kaufen? Nee, Bruder, bist du bekloppt. Ich verkaufe deine Tierhäute, Fische, Zeitschriften gegen Bares. Verkaufen. Schnellverkauf auf keinen Fall. Verbranntes Fleisch. Nee. Verkaufe ich nicht. Bist absolut geil im Kampf. Danke. Was, danke? Kein Thema, Kollege. Kein Thema. So, wie kommen wir jetzt dahin? Achso, wie ging das nochmal? Wir können uns, glaube ich, hier irgendwo ein Auto besorgen. Ist das richtig? Wie ging das nochmal? Den Traktor, kann ich den benutzen? Scheiße, den will ich aber nicht, Mann. Ich bin auch kein Traktorfahrer. Ich finde richtig geiles Teil, Mann. Das war knapp. Du hast was denn? Kein Thema. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich getan habe, aber egal. Gibt es hier irgendwo eine Lieferung für Autos? Nein? Ich will mein Auto haben, Mann. Was ist denn das? Ich muss diesen scheiß Traktor besorgen. Wo sind die scheiß Wichser? Ah, du kleiner Wichser. Mach den platt, Mann. Rasier ihn. Rasier diese Wichser. Dummer Wichser. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Was ist denn das hier? Naja, ich atme noch. Ja. Let's walk, baby. Moment mal, haben wir hier Musik an oder ist sie aus? Alles klar. Dose werfen. Komm, steig mal ein hier. Ja.
Verstanden. Direkt hinter dir. Willst du laufen oder was? Ich bin der Traktorfahrer, ich fühle mich wie ein Bauer. Scheiße. Wir haben was Besseres gefunden. Komm, Kollege, folg mir mal. Was hast du denn gemacht? Bist du verrückt? Komm mal, Yalla. Schön zu verschnaufen. Alles klar. Was ist denn hier los, Kim? Wo warst du denn, verdammt? Gib mir deine Hand. Unsere Tochter will jetzt auf die Welt. Nein, 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 nein. Nick Junior ist erst nächste Woche fällig. Au, au, Kim. Kim, du tust mir weh. Du brichst mir die Hand ab. Wir steigen jetzt in den Wagen. Komm schon. Au, du bist so stark. Okay, 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 okay. Deputy, du fährst. Na los! Oh Gott! Oh, schnell die Tür! Der Beilung! Oh, meine Hand! Okay, halt dich einfach da vorne links! Na los! Mucke. Nick? Dir kann nichts passieren. Der Deputy weiß, wie man fährt. Fahr einfach. Ich hab mir ein paar Atemtechniken zur Stressvermeidung beigebracht. Au! Au! Meine Hand! Was ist das denn? Was? Was ist was? Schweine! Pass auf die Schweine auf! Bewegung!
Geschafft! Geschafft! Geht's dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Nichts hiervon ist gut. Also schön, Papa, es ist gleich davor. Ich kenne Abkürzung durch den Wald. Keine Abkürzung. Halte dich erst rechts, dann links. Bleib auf der Hauptstraße. Nimm die Abkürzung. Bleib auf der Straße. Abkürzung. Oh, entscheide dich. Los. Pass auf! Nein! Scheiße! Die Tiere habe ich vergessen! Das ist nicht sicher! Keine Sorge, dieser Truck wird mit allem fertig! Ich spreche nicht von dem verdammten Truck! Möchtest du deine Patentochter sehen? Sie ist wunderschön. Tja, sieht aus, als müsste ich den Namen meines Geschäfts doch noch ändern, hm? Wahrscheinlich hörst du es nicht oft genug, aber danke für alles, was du getan hast. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da. Komm. Jetzt ab nach Hause. Neues Jagdgebiet. Puma, Sonderzustellung abgeschlossen. Wir sind Partner, Onkel. Okay. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich. Ja, Freunde, das war heute die heutige Far Cry 5 Folge mit unserem Sportler. Oh, Sonderzustellung. Sportlerin, die Jägerin mit dem Scharfschützengewehr. Beim nächsten Mal geht es natürlich weiter in der Geschichte, in der Kampagne bei Far Cry 5. Beim Alex ist so. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und danke fürs Zusehen.